Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 15. Dezember. Das Amt Ruhland erhält gut 5 Millionen Euro Bundesförderung für den Bau einer neuen Sporthalle. Das hat der Haushaltsausschuss am Mittwoch, den 14. Dezember, entschieden. Dafür hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete für Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz Hannes Walter eingesetzt. Voraussetzungen für den Erfolg in Berlin seien der ausführliche Förderantrag des Amtes Ruhland und das Engagement von Bürgermeister Thomas Hönsch für den Schulstandort Ruhland. Insgesamt soll die Halle knapp 11,2 Millionen Euro kosten. Davon übernimmt der Bund 45%, die restlichen 55% muss die Kommune aus eigenen Mitteln finanzieren. Das Bauprojekt soll 2023 mit der Ausschreibung von Planungsleistungen starten. 2027 soll die Halle dann stehen. Der 3D Virtual Reality Film des Landkreises Oberspreewald-Lausitz hat beim bundesweiten Förderpreis Helfende Hand einen 3. Platz belegt. Die Preisverleihung fand in der vorigen Woche in Berlin statt. Ohne Helfer keine Hilfe. Der 3D-VR-Film des Landkreises OSL hat beim bundesweiten Förderpreis Helfende Hand in der Kategorie Förderung des Ehrenamtes einen 3. Platz belegt. Eine Fachjury hatte aus insgesamt 250 eingereichten Bewerbungen 15 Projekte in 3 Kategorien ausgewählt. Im Publikumsranking erreichte der Film einen 7. Platz. Bereits im ersten Halbjahr nach Fertigstellung habe der Film dazu beigetragen, Jugendliche für das Thema Brand- und Katastrophenschutz zu begeistern. Kreisbrandmeister Tobias Pelzer habe den Preis stellvertretend für alle Mitwirkenden in Empfang genommen. Bei unserem Projekt, dem Virtual Reality Film, haben alle Hilfsorganisationen, die wir im Landkreis haben, die bei uns im Katastrophenschutz mitwirken, mitgewirkt. Hier nochmal ein ganz, ganz großer Dank an die Hilfe, an die Unterstützung, nicht nur bei dem Projekt, sondern bei allen Einsätzen, Übungen, die wir durchführen. Da geht ein ganz großer Dank an die Hilfsorganisationen hier bei uns im Landkreis. Auch in den nächsten Jahren soll der Film zur Nachwuchsgewinnung beitragen. Geplant sind unter anderem regelmäßige Vorführungen in den Schulen des Landkreises. Die Pläne für ein neues Rathaus in Großrieschen nehmen Gestalt an. Vorgesehen ist das Areal in der Seestraße neben dem Kurmärker. Erste Überlegungen, wie das neue Rathaus aussehen könnte, hat der Stadtplaner Wolfgang Joswig in der letzten Bauausschusssitzung vorgestellt. Demnach könne der Neubau in die Bestandsgebäude Wettishof und Kurmärker eingebunden werden. Eine gläserne Brücke zu Wettishof mache diesen barrierefrei. Die erste Visualisierung diene der Verwaltung als Grundlage, um Fördermittel zu beantragen. Auch gäbe es noch keinen konkreten Zeitplan. Die Ämter in der Seestadt sind derzeit an 5 nicht barrierefreien, aber sanierungsbedürftigen Standorten untergebracht. Die BTU Cottbus-Senftenberg meldet für das aktuelle Wintersemester eine gestiegene Zahl an Studenten. Demnach gab es für die ersten Fachsemester über 1600 Einschreibungen. Das sind etwa 150 mehr als vor einem Jahr. Dazu kommen 120 Studierende, die in höheren Semestern gestartet sind, sowie 100 in den Orientierungsstudiengängen. Der Erfolg bestätige, dass die Uni auf dem richtigen Weg sei. Die Studienangebote der BTU noch attraktiver zu gestalten, so der Vizepräsident für Studium und Lehre, Professor Dr. Peer Schmidt. Die Universität habe spannende Studiengänge, die die Studierenden als zukunftsgerichtet wahrnehmen würden. Als Beispiele nennt er unter anderem digitale Gesellschaft, Bau- und Kunstgeschichte und Medizintechnik. Die Gesamtzahl der Studierenden der BTU Cottbus-Senftenberg bleibt bei 6.800 stabil. Und das sind weitere Kurzmeldungen.
Der Lions Club Senftenberg blickt zufrieden auf den Weihnachtsmarkt am 3. Advent im Schloss Senftenberg zurück. Mit dem Verkauf von Getränken und Waffeln habe man über 1.000 Euro eingenommen. Das Geld soll Vereinen aus der Region zugutekommen. Geplant ist, das Frauenhaus in Lauchhammer und die Harlekids in Brieske zu unterstützen. Über die Spenden entscheiden die Mitglieder des Lions Clubs im Januar. Die Händler der Senftenberger Innenstadt und das Schlossparkcenter laden wieder zum weihnachtlichen Bummeln ein. Das Lichter-Shopping startet an diesem Samstag um 16 Uhr mit einem Konzert des Konzertchores Senftenberg in der evangelischen Peter- und Paul-Kirche. Seelenluft 24 überträgt das Konzert live auf einer großen LED-Leinwand direkt auf den Senftenberger Markt. Die Geschäfte bleiben am Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Der Planetarium Senftenberg e.V. lädt am 17. Dezember zu einem astronomischen Vortrag in das Kultur- und Freizeitzentrum Pegasus. Frank Bräutigam vom Sachgebiet Forschungsförderung der Technischen Universität Dresden spricht über die TU Dresden im All und die Kooperation mit ESA und DLR. Los geht es 17.30 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten. Das Aktionsbündnis Klare Spree begrüßt das neue Verwaltungsabkommen zur Bergbausanierung und die damit verbundene Weiterführung der Maßnahmen gegen die Verockerung der Spree. Die Dichtwand am Speicherbecken Loser 2 als wichtigste Maßnahme müsse jedoch beschleunigt werden. Der Steuerungs- und Budgetausschuss sowie Bund und Länder sollten sich für eine Vereinfachung des Planungsrechts und die schnellere Umsetzung der Projekte einsetzen. Die Probleme der bergbaubedingten Stoffeinträge und die Sanierung des Wasserhaushaltes werden die Lausitz noch Jahrzehnte begleiten. Aufgrund dieser langen Zeiträume und der Ewigkeitskosten hält das Aktionsbündnis eine zeitnahe Verstetigung der Verwaltungsabkommen für unabdingbar. Soweit die Meldungen. Jetzt folgt der Polizeibericht. In der Senftenberger Friedrich-Wolf-Straße übersah ein Pkw-Fahrer am Donnerstagvormittag einen 81 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Rentner wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Schwarzheide kam es am Donnerstag gegen 10.30 Uhr zu einem Vorfahrtunfall mit zwei PKWs. Bei einem Sachschaden von rund 6.000 Euro bleiben beide Autos jedoch fahrbereit. Bürger aus Senftenberg und Karlau erhielten am Mittwoch Anrufe von Betrügern, die Notlagen vorgaukelten oder Gewinne versprachen. Sie versuchten, mehrere tausend Euro zu ergaunern. Die Angerufenen fielen jedoch nicht auf die Masche herein und erstatteten Anzeige. Das waren die Nachrichten und jetzt haben wir noch das Wetter für Sie. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Freitag wird eisig kalt mit minus 10 bis minus 4 Grad, einem größtenteils bedeckten Himmel und keinem Niederschlag. Am Samstag steigen die Temperaturen auf immer noch kalte minus 7 bis minus 2 Grad an, dabei ist es ganztags bewölkt ohne Aussicht auf Schauer. Der Sonntag wird wieder kälter mit einem Tiefstwert von minus 10 Grad, allerdings ist dafür bis Mittag die Sonne zu sehen und mit Regen ist auch nicht zu rechnen.